Die Modell- und Formenbau Chemnitz GmbH, ein historisch hochinteressanter Ort. Seit 1915 wird hier schon Metall B- und verarbeitet, gegründet vom Stahlpionier Gustav Krautheim. Vor 5 Jahren trat Tino Mädler an die Spitze des Unternehmens. Ja, wir sind sehr stolz, wenn man über so einen langen Zeitraum ununterbrochen in einem Geschäft tätig ist, erfolgreich, dann ist das schon eine Sache, die einen Wert hat. Was als Stahlgießerei in den altehrwürdigen Mauern begann, ist heute ein modernes Unternehmen mit Kunden in ganz Deutschland. Von der Konstruktionsleistung bis zur Fertigung läuft hier alles Hand in Hand, sozusagen aus einem Guss. Wir stellen überwiegend Aluminiumformen für die kunststoffverarbeitende Industrie her. Speziell Schäumwerkzeuge für verschiedene Partikelschäume, PU-Schäume, Elastomere und Tiefziehwerkzeuge für die Thermoverformung. Die Kundschaft ist breit gefächert, vom Yachtbau über die gesamte Palette der Fahrzeugindustrie bis zum Hersteller von Kunststoff- und GFK-Produkten. In dem Betrieb mit 30 Beschäftigten wird in 2 Schichten gearbeitet. Nur die Tiltenta 11 von Hedelius läuft auch in 3 Schichten. Das läuft bei uns so ab, dass die Bediener tagsüber während der Schicht kleinere Teile bearbeiten und zum Ende der Schicht oder zum Ende der Woche dann Laufzeitprogramme gestartet werden, die bedienerlos vonstatten gehen und damit halt die ganze Maschinenauslastung optimal gestaltet werden kann. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl von der Geschwindigkeit und auch der Langzeitgenauigkeit. Die Maschine hat eine thermoüberwachte Spindel und dadurch werden Temperaturunterschiede kompensiert. Und das wirkt sich natürlich auf die Qualität der Bauteile besonders in hohem Maße aus. Übrigens ist bei der MFC auch schon die Tiltenta 6 im Einsatz. Beide Maschinen wurden auf Wunsch in der Firmenfarbe Blau ausgeliefert. Ein ganz wichtiges Thema ist den Chemnitzern der Späneabfall. Wir arbeiten fast immer aus vollen Aluminiumblöcken und haben einen Zerspannungsgrad von 85%. Es bleiben häufig nur Schalen übrig, die dann noch in einem gewissen Raster gebohrt werden. Es fallen sehr, sehr viele Späne an und die fallen auch sehr gut ab in den Späneförderer und werden gut abtransportiert, sodass kein Wärmestau durch Späne entstehen kann. Nach mehr als 100 Jahren Firmengeschichte ist die MFC nun also mit 2 Hedelius-Maschinen neu aufgestellt. Wir haben mit der Investition erreicht, dass wir eine sehr hohe Performance auch bei großen Bauteilen erreicht haben, dadurch unsere Qualität und Fertigungsgeschwindigkeit enorm verbessert wurde, was uns den Einstieg in neue Geschäftsfelder bereits jetzt schon ermöglicht hat.